Okay, einfach ein Video. Die haben doppelt geswitcht. Smash? Ja, ich glaube, das ist Smash, oder? Entweder Smash oder Breath of the Wild. Aber ich sag Smash. Ist es der von dem einen Fighting Game, Yo Hayabusa oder so? Yo, rest in peace, Gandalf, Mann! Ja, das ist der von Tekken. Fuck, wie hieß der Typ nochmal? Kazuya, okay, ja, der von Tekken, ne? Alter, was für eine Badass-Musik. Aber es ist nochmal ein Fighting Game-Charakter. Shit, Mann, wir haben nochmal einen Fighting Game-Charakter. Und yo, rest in peace, Gandalf, Alter. Holy shit. Junge, die Musik. Der kann dodgen. Das Problem ist halt für mich wieder. Vom Playstyle wird es wahrscheinlich nicht mein Charakter. Weil es ist halt nochmal ein Shoto, ne? Aber Junge, die Musik ist ja badass. Rest in peace, Falken! Luis! Junge! RIP Luis! Das war's. Falken aus dem Game. Oh, Pit! Junge, PK! Oh, Rino ist auch weg! Junge, Marv! Finn! Rest in peace, Finn! What the fuck passiert hier? Der killt einfach alle Charakter, Mann! What? Was für ein Trader, Mann. Richtig badass. Holy shit. Der sieht mies geil aus, ja. Der sieht schon nice aus. Ich meine, ich gönn's jedem. Den haben viele gewollt. Und der Trailer ist übel geil. Aber was ist das für eine... Was ist... Das ist ein Final Smash. Muss. Aber was ist das für eine Form? Boah, ich glaube, der Sound ist, by the way, etwas zu laut für euch. Holy shit. Ja, aber doch. Ja, der Arm ist okay. Es ist eben, es ist der Typ von Tekken. Kirby, nein, tu es nicht. Tu es nicht, Mann. Kirby überlebt. Kirby überlebt, der ist eh unsterblich. Der kommt wieder zurück. Ja, Mann. Kirby broken confirmed, Leute. Kirby top tier confirmed. Alright, geil. Hello. I'm Masahiro Sakurai. Wie gesagt, ist kein so Charakter für mich, aber ich gönn's jedem. Super Smash Brothers Ultimate Game. Ja, wir haben halt nochmal ein Shoto wahrscheinlich. Ja, eben. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, so haben wir jetzt Sakurai Presents. Haben wir doch aber gerade gesehen. Ah, guide doch mal so ein bisschen. Ja, ich will eigentlich auch nicht mehr Shotos, Luis. Aber wie ich schon mal gesagt habe, solange es nicht Goku ist, oder irgendein komischer Cartoon-Char oder so. Ist schon auch. Aber habe ich eigentlich auch nicht so Bock drauf. Der hat Marv getötet. Junge, nicht nur Marv. Ich bin froh, dass er Samus nicht getötet hat, Alter. Ja, es wäre halt mal interessant zu wissen, was seine Sideview und sowas ist, ne? Man kann jetzt gerade nur raten, was er hat. Man sieht zwar seine Moves, aber Side-B, Up-B, was ist da los? Ja, also, Tumbi, eine Chance für Shantae gibt's schon noch. Wir haben ja noch einen DLC-Fighter. This feels like Tekken. No, it's Super Smash Brothers Ultimate. I'll talk about the fighter more in a future presentation. Ja, eine Woche, komm. We still have to record it first, actually. Ah, schade. Doch, 28.06. Zwei Wochen, basically. Und nur ein DLC-Charakter wird gezeigt. Auf den zweiten müssen wir noch warten. Boah. Der Trailer war schon krass badass, not gonna lie. Und es ist ein Shoto mit einer Form, ne? Sephiroth zum Beispiel. Genau, da. Oder ist das seine Form? Ich weiß es immer noch nicht. Okay.